Gut. Sollte funktionieren. Gut, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung. Ich stelle mich vor, mein Name ist Gianluigi Segalerba und ich bin am Institut für Philosophie der Universität Wien tätig. Das Thema von heute Abend betrifft insbesondere Cesare Beccaria vom Verbrechen und Strafen. Aber nicht nur, das heißt, hat natürlich sehr enge Verbindungen mit Österreich, denn Cesare Beccaria war ein Bürger der Donaumonarchie. Das heißt, er hat gelebt an der Zeit, wo Lombardei Teil vom österreichischen Kaiserreich war und war unter anderem ein treuer Beamter, der Diener und Staatsbürger der österreichischen Monarchie, der viele hohe Positionen in der Beamtensphäre des österreichischen Donaumonarchie versehen hat und der viel beigetragen hat zur Reform des Strafgesetzbuches, aber nicht nur des Strafgesetzbuches durch Josef II. Und insbesondere sogar mehr durch die Reform des Zivilgesetzes, welche vom Bruder von Josef II., das ist Peter Leopold, Großherzog von Toskana und dann selbst Kaiser von Heiligen Römischen Imperium und Herzog von Österreich natürlich, in Toskana durchgeführt wurden, im Jahre 1786, welche führten zum Beispiel zur Abschaffung des der Tortur und sogar der Todesstrafe in allen Fällen, wobei es eben das Großherzogtum von Toskana, der erste Staat in Europa wurde, der die Todesstrafe abschaffte. Wir werden sehr allmählich, wie und warum, in welchem Maße Beccaria zu diesen Entwicklungen gebracht hat. Es muss gesagt werden, jetzt werde ich eine kurze Rekapitulation und Präsentation der Texte, die ich verteilt habe, unter anderem, ich habe schon einige Bücher verteilt, vielleicht, und dort haben Sie noch nicht sehen können. Es ist zu sagen, dass Beccaria nicht ganz unrecht, wie auch der Untertitel präsentiert, ist in die Geschichtsbücher, danke sehr, gegangen, als der erste Befürworter oder sowieso der größte Befürworter von der Abschaffung von der Todesstrafe und von Tortur, von Folter. Das ist wahr, aber es muss sozusagen dieses Programm von Reform, von Strafgesetzbuch sollte besser gelesen werden, interpretiert werden in einem Programm von Gesamtreform der Anstalt, der Institute oder Institutionen, welche in der Lombardei gültig waren. Wir werden sehen, wie Beccaria in dieses Milieu einzuführen ist und wir werden vielleicht auch kennenlernen andere Persönlichkeiten, die mit Beccaria eng zusammengearbeitet haben und die auch eben zu verschiedenen Reformen innerhalb von Herzogtum Lombardei geführt haben. Das heißt, es muss gesagt werden, sofort vielleicht, unser Buch, das ist dieses Buch, von dem die Fotokopien kommen, jetzt werde ich alles erklären. Es ist natürlich ein Buch, das wirklich wie fast kein anderes Buch die Reformen des Strafgesetzbücher in den verschiedensten Territorien Europas, zum Beispiel Russland, Großbritannien, Frankreich, aber auch die Vereinigten Staaten, ohne Zweifel eingeleitet hat und beeinflusst hat und auch jetzt lebendig ist natürlich. Aber es ist zuerst, was vielleicht manchmal zumindest vergessen wird, es ist zuerst ein Text von politischem Kampf.
Es ist ein Text vom politischen Kampf. Wir werden sehen, weshalb. Und kurz erklärt, dass wir vielleicht deutlich, wenn man bedenkt, dass der Grund, weshalb Beccaria und die anderen Mitglieder von diesem Zirkel das Café, das die Fäuste Akademie hieß, und die dann bringen wir zur Herausgabe von einer Zeitschrift, deren Titel das Kaffeehaus sein wird. Diese Gruppe, unter denen Beccaria der berühmteste ist, hatte wirklich als Hauptpunkt des Reformprozesses das Strafgesetzbuch ins Visier genommen, weil sie der festen Überzeugung waren, dass eben das Strafgesetzbuch das Territorium, das Gebiet, der Bereich ist, wo am meisten die Ungleichheiten, die Ungerechtigkeiten des alten Systems sich am meisten, eindeutigsten zu Wort melden. Das heißt, eine Reform des Strafgesetzbuches ist eine Reform vom Gebiet, wo am meisten die Unannehmlichkeiten, natürlich all die Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten des alten Systems und die Privilegien des alten Systems und natürlich die Niederdrückung von denjenigen, die diese Privilegien nicht genießen, sich am meisten zu Wort melden. Das heißt, deswegen ist eben das Strafgesetzbuch, diese Reform von Strafgesetzbuch soll gelesen werden in einer Perspektive, die sagte, das ist das Gebiet der Ungerechtigkeit, das ist das Gebiet, wo die sozialen Ungerechtigkeiten am meisten deutlich sind, um die sozialen Ungerechtigkeiten und die verschiedenen Unannehmlichkeiten von unserer Gesellschaft zu bekämpfen, sollen wir zuerst eben das Strafgesetzbuch in Betracht ziehen und sehen, was nicht funktioniert, welche Grundvoraussetzungen von den Strafen bis jetzt gültig gewesen sind und hingegen welche Grundvoraussetzungen für die Strafe, für ein Strafgesetzbuch in einer egalitären Gesellschaft, in einer gerechten Gesellschaft gelten sollten. Das heißt, es ist wirklich eine Zäsur. Wir werden sehen, dass das besonders von den Befürwortern der Reformen in Frankreich. Beccaria wurde sofort weltberühmt und wirklich wie ein Triumphator in Frankreich empfangen. Aber wird auch sehr, sehr schwer bekämpft werden von all den Verteidigern des alten Systems, der Privilegien des Adels zum Beispiel und der Privilegien auch des Klerus. Das heißt, wir werden sehen, dass sowohl diejenigen, die am meisten interessiert sind für eine Reform der Gesellschaft, besonders in Frankreich, wir müssen, um eine Idee haben zu können von der Zeit, denn dieses Buch erscheint in der Erstausgabe 1764, anonym in Livorno, denn die hatten Angst, festgenommen zu werden oder Probleme zu bekommen. Aber dass der Autor Beccaria war sofort bekannt. 1764, wir sind ungefähr Juli 1764, sind wir fast wirklich 25 Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution. Und dieser Text hat auch das Feld der Reformatoren, der Reformierten ohne Zweifel unterstützt. Aber, und nicht zufälligerweise, auch diejenigen, die hingegen die Privilegien, das alte System verteidigen, unterstützen wollten, haben sofort bemerkt, dieser Text ist totgefährlich, repräsentiert für uns eine tödliche Gefahr, eine tödliche Gefährdung. Und nicht zu Unrecht, wie wir werden sehen. Ich möchte zuerst eine Rekapitulation machen der Texte, die ich verteilt habe, um sicher zu sein, dass ich alles richtig verteilt habe. Sie sollten alle bekommen haben, diese generelle Präsentation von University Meets Public. Das betrifft das ganze Programm.
Natürlich, wenn Sie das Büchlein von den Programmen sind dort im Sekretariat, stehen dort zur Verfügung. Dann sollten Sie alle bekommen haben die Präsentation vom Vortrag, dieses vierseitige Dokument. Wenn Sie das nicht haben, kann ich natürlich fotokopieren sofort erstellen. Das heißt, ich habe es schon da. Da finden Sie natürlich meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, die Adresse der Webseite, wo ich alles hochladen werde. Und dann das Programm von Adipunkt, die Hauptpunkte, die ich heute bemüht sein werde zu behandeln. Dann sollten Sie alle bekommen haben, diese zweiseitige Dokument, Word-Dokument, über die Lebensangaben von Beccaria. Sie sollten alle diese Sammlung von Texten, die aus, unter anderem da auf der zweiten Seite der Präsentation des Vortrages können Sie finden, woraus ich die Fotokopien genommen habe. Es ist Insel Verlag, ich werde später vielleicht das auch verteilen. Es ist eben eine Sammlung von einigen Textstellen vom über Verbrechen und Strafen von Beccaria. Nicht natürlich den ganzen Text, obwohl der ganze Text eigentlich interessant wäre. Und dann könnten Sie auch eine andere Angabe, eine bessere vielleicht Textstelle, bessere Verfassung, Abfassung von den Hauptpunkten des Lebens und der Werke von Beccaria. Ebenfalls von Insel Verlags. Wenn Sie etwas nicht bekommen haben, kann ich natürlich Ihnen, natürlich habe ich etwas vergessen. Dieses hingegen ist ein Dokument, das Sie, wenn Sie möchten, verfassen können, um einen Evaluationsbogen zu erfüllen und dann, das ist die Liste, die Sie wollen, können Sie sich eintragen in die Präsenzliste. Gut, perfekt. Wenn Sie etwas nicht bekommen haben, bitte sich melden und natürlich für jedwede Frage können Sie mich immer unterbrechen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt warten auf das Ende des Vortrages, um zu diskutieren oder um Fragen zu stellen. Das ist kein Problem. Gut, wie gesagt, wie ist die chronologische Position von Beccaria? Beccaria wird geboren 1738. Lombardei ist in Mailand natürlich. Lombardei ist an der Zeit, seit ungefähr 24 Jahre nach den Friedensverträgen von Utrecht und von Radstadt, Teil der Donaumonarchie, befindet sich in einer wirtschaftlichen Lage, die nicht besonders florierend ist. Das heißt, Lombardei hat viel gelitten unter den vorangehenden Kriegen. Wenn Beccaria geboren wird, wird auch heftig leider betroffen sein, negativ betroffen sein von dem Siebenjährigen Krieg. Wird sowieso immerhin Teil des österreichischen Kaiserreichs bleiben. Beccaria lebt bis zu einem gewissen Alter im Haus von den Eltern. Mit 11 ungefähr wird er versetzt nach Parma, wo er unter den Jesuiten studiert, bleibt dort bis zum Alter von 16 Jahren und dann von 16 bis 20 Jahren studiert er Jura. Mit 20 Jahren, seit 1758, beginnt er die Frequentation von anderen Intellektuellen der Maler der Zeit der Epoche, das heißt die beiden Brüder Verri zum Beispiel oder Gianrinaldo Carli und andere Intellektuelle der Zeit, wo er die Gelegenheit hat, die Studien, die er bis jetzt entfaltet hatte und die er in verschiedenen Briefen an das ein bisschen Erwürgern sozusagen beschreibt, auszuweiten mit den Texten der französischen Aufklärung, die damals am Ausbruch war. Das heißt, er studiert zum Beispiel Voltaire, er studiert D'Holbach, Condillac, Helvetius, er studiert La Mettrie.
Nicht nur das, er befasst sich auch mit Texten der politischen Philosophie, wie zum Beispiel mit Thomas Hobbes und mit Montesquieu. Das heißt, das ist seine Ergänzung von Studienprogramm, die er allein natürlich mit Hilfe von diesen Intellektuellen, einige waren ein bisschen älter als er, durchführt und bleibt enthusiastisch. Besonders, unter anderem ein anderer Name, der von ihm zum Beispiel in Betracht gezogen wird, ist der schottische Philosoph Acheson, der eine große Rolle spielen wird bezüglich seiner Auffassung, bezüglich Beccarias Auffassung der Zwecke der Gesellschaft und des Staates. Wir werden sofort sehen, weshalb. Seine Formation, seine Bildung, sagen wir, seine Formation, er wird den Charakter von einer, sagen, sensistischen, utilitaristischen Formation, im Sinne, dass er, und zwar mehrmals auch in Rahmen von über Verbrechen und Strafen, die Auffassung vertritt, dass die Menschen grundsätzlich ihrer Verfassung nach von der Suche nach der Lust und vom Vermeiden von Schmerzen bewogen werden. Das ist neutral gesehen. Das heißt, es muss sofort gesagt werden, er sieht Lust und Erreichung der Lust, des Glücks, sagen wir, insgesamt, und Vermeiden der Unlust als Hauptprinzipien, ohne aber, dass diese Prinzipien sozusagen negativ beladen werden mit Egoismus oder Individualismus und so weiter. Ganz im Gegenteil, wir werden sehen, dass das auch irgendwie gegen das alte System gespielt wird. Wir werden sehen, wie. Aber das ist wichtig, sozusagen sofort zu bemerken, dass ein Hauptpunkt seiner Einstellungen wird eben von der Idee repräsentiert werden, dass die Menschen grundsätzlich nie gegen das eigene Interesse etwas unternehmen und dass dieses eigene Interesse von den Reformern des Staates ständig in Betracht gezogen werden muss. Das heißt, die Verteidigung des Glücks und das Vermeiden der Unlust, des Schmerzes, sind bei Beccaria nicht nur Prinzipien, die uns bewegen, uns leiten in unserem Leben, sondern sind auch die präzisen Grenzen des Gesetzgebers und der Gesetzgebung. Er sagt mehrmals, all diejenigen Gesetzgeber oder all diejenigen Gesetzgebungen, die gegen diese Prinzipien gehen wollen, gehen gegen etwas, das heißt, die Natur selbst von Menschen, die an sich selbst, obwohl zuerst auch erwürgt werden kann, irgendwie dann die Überhand nehmen wird. Das heißt, wird sich wieder zu Wort melden. Infolgedessen, jedes Reformprinzip soll sich mit diesen Themen konfrontieren, soll diese Themen ständig vor Augen halten. Eben sofort sozusagen eine Idee zu haben der Prinzipien und der Art und Weise von der Strategie von Beccaria, möchte ich einen Satz zitieren, lesen, vorlesen, den ich besonders sehr interessant gefunden habe, denn dort findet sich sozusagen eine Art von Definition von der Freiheit. Und wir können sehen, daraus können wir sehen, wie er dann sozusagen seinen Gedanken auch entwickelt. Im Text, den ich verteilt habe, das ist die große Sammlung von Texten, können Sie diesen Satz auf der Seite 95 finden. 95. Sie können sehen, wir haben den Paragraphen 20, gewählte Tätigkeiten,
Seite 95, Paragraphen 20. Das ist schon 90 befremdlich, bis es kommt. Wir haben 89 und dann 111. Das ist wirklich merkwürdig. Was ist passiert? Ich habe verloren. Tut mir leid. Gut, wir reparieren sofort die Daten. Kann mir das nicht erklären. Komme sofort, Entschuldigung, nur Notfall.